Und das jeder Raid, wo ihr nicht overweight einen Sprint gemacht habt, ist einfach Stärke-Level verschenkt. Und das ist das Problem. So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video zu Escape from Tarkov. Ich wollte ein Video machen, wo es darum geht, wie man die Skills, also einige von den Skills, einfach beim während dem Spielen am effektivsten mitleveln kann. Das heißt, es ist kein Video, wie ich euch erkläre, wie ihr die Skills hochgrindet. Das Problem ist, dass mit dem Skillsystem könnt ihr quasi nicht ein Raid, keine Ahnung, unbegrenzt Stärke oder Ausdauer leveln. Das ist ziemlich stark gecapped. Jetzt empfehle ich euch im Hideout Management den Filter reinzumachen. Der ist relativ teuer. Wenn ihr dann eine längere Spielsession habt, sobald ihr den reinpackt, wirkt der 22 Stunden. Das heißt, packt nicht rein, wenn ihr nur eine halbe Stunde zockt und dann zwei Tage nicht da seid. Dann macht es wenig Sinn, aber sobald ihr jetzt sagt, okay, ihr zockt jetzt zwei, drei Stunden, würde ich persönlich mir so einen Filter reinknallen. Und der bringt einfach, je nach Hideout-Stufe und Hideout-Skill-Level, Minimum 40%, dass ihr mehr leveln könnt. Bibliothek macht hier noch was, quasi verbessert die Auflevelgeschwindigkeit der praktischen Skills um 36,3%. Und das ist einfach sehr hilfreich. Generell noch gesagt, also wenn man normal Ausdauer auf Elite hat, sprich auf Level 51, hat man vielleicht Stärke natürlich so auf 21, 22. Und wie ihr bei mir seht, ich bin jetzt schon bei 21 und Ausdauer 34. Also ich level das sehr effektiv mit. Und ich grinde das jetzt nicht auf Elite, aber ich will es einfach bestmöglichst mitleveln, weil die Skills einfach extrem OP sind. Und sehr wichtig eigentlich. Nicht natürlich, sie machen euch nicht unverwundbar, aber sie bringen euch viele Vorteile. Aber genug geschnattert, ich zeige euch jetzt meine Art und Weise, wie ich das am besten einfach euch empfehle zu machen. Ich kann auch noch ein Video machen, wo ich euch erklären kann, wie man das Ganze noch grinden kann. Wenn ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir jetzt so. Also ich habe jetzt hier mein normales Loadout, womit ich jetzt gerade auf Woods gehe, weil ich einen Sturmi noch brauche und auch noch Kills mit SVDS, also PMC-Kills. Jetzt geht ihr einfach her, also ihr seht unten, ihr habt 28,3 Kilo, ihr seid noch im normalen Bereich. Sobald es gelb ist, seid ihr overweight. Das heißt, wir packen jetzt hier Shotgun-Bugs mit rein, solange bis wir im Overweight-Bereich sind. So, ich bin ab jetzt im Overload, ich packe nochmal zwei mehr rein. Bugshots sind die billigsten, der billigste Preis pro Kilo, also ihr könnt nichts günstigeres vom Gewicht her kaufen. Und so, also ihr habt jetzt eure Ausrüstung, wir sind im Overload-Bereich, das heißt, wir gehen jetzt in den Raid rein. So, wir sind jetzt im Raid angekommen, wir sind overweight, 42,3 Kilo und jetzt könnt ihr einfach anfangen loszurennen. Also ihr braucht im Prinzip einen vollen Sprint, also bis euer Sprintbalken links unten runter ist, braucht ihr, um euer Stärke-Max-Cap zu bekommen. Mit dem Filter und alles wird es natürlich mehr, aber es macht nichts an der Schnelligkeit und ist auch im Prinzip egal. Also das ist alles, geht so schnell und das ist so das, was ich im Endeffekt damit meine. Also wir rennen jetzt einmal den Ausdauerbalken runter und dann haben wir schon unser Stärke-Cap für den kompletten Raid. Das war es einfach schon für Stärke, den Raid. Mehr geht nicht. So, jetzt sind wir unten. Jetzt gehe ich auf Fähigkeiten. Jetzt seht ihr, Stärke ist der Balken runter. Ihr habt jetzt das maximale Cap, mehr geht. Also ihr könnt natürlich, levelt ihr jetzt noch mehr Stärke, aber in der Relation einfach extrem langsam. Und ich sag's mal so, jetzt habt ihr Seite safe. Die Bugshots, was nur ein paar Rubel kosten, was wirklich billig ist, packt ihr raus. Jetzt seid ihr wieder underweight. Und der nächste Sprint komplett durch ist jetzt einfach euer Ausdauer-Cap. Und ihr müsst eh rennen. Ihr wollt ja irgendwo hin. Und somit habt ihr schon mal Stärke und Ausdauer. Jetzt könnt ihr euch komplett keine Gedanken mehr machen. Weil der große Peak ist weg. Und das Problem ist das, in wie viel Raids geht ihr rein? Und klar, sagt ihr, ja in dem und dem Raid, dann bin ich overweight, weil ich halt voll viel loote. Aber in wie viel Raids geht ihr rein, rennt und sterbt einfach, ohne dass ihr overweight wart? Und das jeder Raid, wo ihr nicht overweight einen Sprint gemacht habt, ist einfach Stärke-Level verschenkt. Und das ist das Problem. So, jetzt haben wir einmal Ausdauer durchgelebt, ist immer rot. Also jetzt sind diese zwei Punkte schon völlig außen vor. Das heißt, ihr könnt jetzt schon ganz normal spielen, was ihr lootet, könnt ihr looten. Ihr habt Ausdauer und Stärke schon maximal gelevelt. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Wenn ihr jetzt gerade seid ihr durchgesprintet und seid eben außer Atmen,
Dann geht ihr auf versteckte Bewegung. Hier, das macht eure Schritte auf normalen Boden leiser, Schritte auf unebenem Boden leiser und erhöht die Geschwindigkeit der verdeckten Bewegung. Geräusche von Waffen und Ausrüstung sind um 8% leiser. Das ist jetzt natürlich auch noch relativ früh, aber ihr könnt ja mal gucken bei eurem Level, wie weit ihr da seid. Das heißt, ihr dreht jetzt links unten den Regler runter, so lang, bis ihr beim Laufen diesen einen Geräuschbalken quasi, bis der weg ist. So könnt ihr jetzt laufen. Ihr könnt so jetzt einfach warten, bis eure Ausdauer wieder aufgeladen ist. Und in dem Moment, wo ihr euch so bewegt oder eben lauscht, was vom Gegner zu hören, levelt ihr eure versteckte Bewegung. Ihr levelt einfach mit. Ihr müsst jetzt eh langsam machen, weil niemand will ohne Ausdauer im PvP gecappt werden. Das heißt, sobald ihr das aufladet, nutzt die paar Sekunden und dann könnt ihr auch wieder weiter rennen zu eurem Punkt, wo es hingeht. Das sind ganz einfach 3 Sachen, wo ihr so mitleveln könnt. Das heißt, versteckte Bewerkung levelt jetzt noch, kann man noch weiterlaufen, wie auch immer. Des Weiteren levelt ihr Gesundheit dadurch, dass ihr allein schon Stärke levelt. Guckt, ihr seht hier, der Pfeil ist auch schon nach unten, weil die Stärke und Gesundheit ist gekoppelt. Also habt ihr jetzt 4 Skills, wenn ihr jetzt noch ein bisschen euch langsam bewegt, habt ihr 4 Skills gelevelt, die ihr sonst vielleicht weniger gelevelt hättet. Klar, levelt man passiv Ausdauer eh mit, also Ausdauer ist auch der einzige Skill, wo ich mir sicher bin, also der ist sicher, dass der eben auf Elite ganz normal durchs Spielen kommt. Dann seid ihr halt Level 55 oder ich weiß es nicht, vielleicht auch früher, wenn ihr viel eben underweight unterwegs seid, levelt ihr den eben ein bisschen schneller oder langsamer, aber das ist der einzige Skill, den ihr auf Elite durch normales Spielen bekommen könnt. Ihr könnt alles andere natürlich passiv mitleveln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auf normalem Weg keiner auf Stärke Elite kommt bei den kurzen Vibe Zwischenläufen. Und alle, die jetzt schon auf Stärke auf Elite haben, bin ich mir sicher, die haben eben das so beziehungsweise noch extremer geboostet einfach. Ist auch nichts verwerflich dran, kann jeder machen, wie er will. Jeder kann das Spiel spielen, wie er will. Aber so habt ihr im Endeffekt ganz einfach 4 Level, die ihr dadurch möglichst effektiv levelt. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn ihr das Grind-Video sehen wollt, wie ihr am besten eure anderen Skills, also wenn ihr diese Skills quasi grinden wollt, dann kann ich da euch auch noch ein Video dazu machen. Und freue mich natürlich, dass ihr dabei seid, dass ihr reingeschaut habt. Gebt gerne einen Daumen hoch. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.